Jetzt geht der eine mal noch vorbei. Das Herrchen geht noch einmal vorbei. Heinz ist immer gewünscht. Heinz, was sagst du? Ist das Frühstück die wichtigste Mahlzeit des Tages? Heinz, komm her. Ja, individuell, was man halt gerade macht. Als Drummerin habe ich auf jeden Fall gefrühstückt. Guck mal, ein bisschen Obi, dass man dich auch sieht. Ja, in die Kamera, ich komme gar nicht mehr bucken. Als Stronger, wenn es den Frühstück, wirst du ein Problem haben, oder? Ja, weil du kriegst die Kalorien sonst nicht mehr. Masse-Shake. Ja. Genau. Alles klar, ja, machst du. Weißt du, machen wir das. Bis dann. Brain Talk mit Dr. Martina Olesch und IFBB Elite Pro Sebastian Mann. So, was sagst du, Chefin? Ist das Frühstück die wichtigste Mahlzeit des Tages? Kann man das so allgemein beantworten? Kann man ganz einfach mit Jein beantworten. Das haben wir schon fast gedacht. Genau. Wenn man einen Clown frühstückt, dann ist das immer die wichtigste Mahlzeit des Tages, weil so ein Kasperle, das gibt den ganzen Tag eine gute Laune. Also dann würde ich auf jeden Fall sagen, ja, wenn man so wie ich eine Hexe frühstückt, dann ist natürlich der Tag gelaufen. Und dann braucht ihr euch nicht immer solche Antworten, die ihr von mir immer kriegt. Also kommt immer darauf an, für wen und was man frühstückt auf jeden Fall. Es gibt ein paar Leute, die sollten auf jeden Fall frühstücken. Zum Beispiel jemand, der Muskelaufbau betreibt. Weil da geht es ja schon mal, wir haben das ja schon oft erwähnt, man sollte alle 3, spätestens 4 Stunden eine Eiweißportion zuführen. Und wenn man den Tag dann schon ohne Eiweiß startet, ist ein Big Fail. Ja. Vor allem da muss man natürlich ganz klar sagen, ich meine, im Regelfall schläft der optimale Schlaf, natürlich so, muss man sagen, 7, 8 Stunden. Und da ist natürlich dann auch mitunter im Normalfall die längste Essenspause. Das heißt, dann am Frühstück nichts zu essen, ist dahingehend unter dem Punkt, was der Martina gesagt hat, mit der Proteinzufuhr, mit der regelmäßigen, der ungünstigste Zeitpunkt. Also wenn man da noch länger auf die Proteinzufuhr warten lässt, sage ich mal. Genau. Dann sollte auf jeden Fall jemand frühstücken, der bemerkt hat, dass er ohne Frühstück mittags schon Heißhunger hat. Also Leute, die generell mit Heißhunger zu tun haben und dann in den nächsten, also immer aufsparen und dann merken, dass sie in den nächsten Mahlzeiten dann relativ viel essen. Die sollten auf jeden Fall auch frühstücken. Also da weiß man zum Beispiel, wenn man morgens ein Ei frühstückt, Ei ist ein ganz besonders gutes Frühstück, da hat man in Studien gezeigt, dass die Leute dann zum Mittagessen automatisch kleinere Portionen essen. Das kann hilfreich sein. Was natürlich nichts bringt, ist, wenn man das Ei isst und dann mittags genau gleich viel isst wie vorher, da hat man nämlich keine Kalorien gespart. Ja. Das muss man an sich selber mal beobachten, ob das funktioniert, wenn man frühstückt und dann mittags weniger isst. Ich denke, das trifft sich genau auf den Punkt. Das sind da falsche Glaubenssätze, tatsächlich auch von mir oft falsch praktiziert, dass wenn man denkt, man zögert das Essen den Tag über hinaus, damit man dann vielleicht am Abend, ich bin immer jemand, wenn ich am Abend meine Arbeit fertig habe, dann genieße ich es zu essen. Das ist dann meine Belohnung. Ja. Aber es ist oft so, dass man dann sich teilweise nicht mehr unter Kontrolle hat oder dann die letzte Mahlzeit so voluminös ausfällt, dass sie mehr Kalorien beinhaltet, wie man letztendlich regelmäßig den Tag über gegessen hätte und gefrühstückt. Genau. Also das sind ja immer die Leute, die oft dann am Montag die Diät anfangen oder morgen fange ich neu an, also ich frühstücke erstmal nichts und dann esse ich ja vielleicht auch mittags nichts und ja, es läuft super und dann abends kann man sich dann gar nicht mehr unter Kontrolle bringen und dann geht überhaupt nichts mehr und das ist halt sehr schlecht. Ja. Das sollte man auf jeden Fall vermeiden und wenn jemand natürlich nach festem Kalorienplan isst, dann kann man sich überlegen, wie man das macht. Wenn man jetzt nicht gerade Muskelaufbau als Ziel hat, also die haben wir jetzt schon ausgeschlossen, die sollten frühstücken. Wenn man jetzt in der Diät ist, dann kann man auch überlegen, ob man vielleicht die erste Mahlzeit so weit wie möglich nach hinten rausschiebt. Wäre eine Möglichkeit, um die Kalorien, die man dann zur Verfügung hat, dass man die alle nacheinander in kurzen Abständen isst. Das kann eine psychische Entlastung sein. Verliert man da gleich Muskeln, wenn man die erste Mahlzeit nach hinten schiebt? Das haben wir ja schon aus dem Intermittent Fasting gelernt, dass man nicht unbedingt gleich Muskeln verliert. Also man kann das machen, aber man sollte das individuell beobachten. Ja, das können wahrscheinlich auch den Zustand, den körperlichen, also wenn man zum Beispiel natürlich schon sehr
fettfrei ist, nehmen wir mal an, nahezu schon in Wettkampfform, dann ist das natürlich, dann wird das, die Thematik immer kritischer mit dem Essen rauszögern. Ja. Ja, wenn jemand ja sehr hoch ist vom KFA, also wie gesagt, die Ernährung muss immer im Großen und Gesamten individuell ausgerichtet werden, aber dann ist grundsätzlich risikofreier, das zu machen. Das heißt, risikofreier. Genau. Und wir haben ja vorhin Heinz gesehen, der hat ja das so angefangen, dass er sein Frühstück, wo er immer behauptet hat, er muss frühstücken, hat er steif und fest behauptet, ohne Frühstück geht gar nichts. Der hat ja sein Gewicht reduziert, indem er das Frühstück immer weiter nach hinten rausgeschoben hat. Und er hat früher so ein typisches Strongman-Frühstück gehabt, für Sportler übrigens sehr sinnvoll, einen Shake mit Haferflocken, mit Whey-Protein, mit Obst noch drin, einer Banane in dem Falle, und mit ordentlich Milch. Und das war dann so ein richtiges Powerfrühstück. Und das hat so viel Kalorien gehabt, wie ich oft den ganzen Tag gegessen habe. Das hat er dann weggelassen und hat erst später angefangen zu essen. Und wenn man diese Kalorienzahl spart, da hat man schon in der Woche ein Kilo Körperfett verloren. Ja. Das hilft ja dann schon. Ich denke, dass das genauso ist, dass das oftmals sind das einfach nur Gewohnheiten, die sie einfach im Kopf so stark verankert haben. Oder Heinz? Doch, was man auf jeden Fall frühstücken muss, das sind die Igel. Weil die sind in der Massephase. Kriegt ihr was Gescheites? Ja, wir haben 6 Igel, die kriegen nur Eiweiß. Way. Igelspezifisches Eiweiß. Ja. Nein, aber genau, also ich sage auch, das ist immer einfach oftmals eine Routine-Sache, die man in meinem Kopf verankert. Ja. Zum Beispiel, man kann sich ja immer so kleine. Wenn es zum Beispiel jemand schwerfällt, ja, manche haben das ja gewöhnt, wie Martina gesagt hat, dass sie sehr große Frühstücksmahlzeiten essen, die es womöglich kalorisch gar nicht bräuchte, ja, um das Ziel zu erreichen. Also jeder ist ein Strongman. Zum Beispiel mir hilft es unglaublich, ja, und da geht es jetzt überhaupt nicht um den Punkt Fasted Calorie, da hat Martina sowieso ein Video gemacht, das könnt ihr euch anschauen, im FitGiant YouTube-Kanal, sondern mir hilft es zum Beispiel unglaublich in der Diät, wenn ich in der Früh 20, 30 Minuten auf dem Crosstrainer gehe oder draußen spazieren gehe. Das hilft mir unglaublich, weil es ist rein psychologisch. In diesen 30 Minuten werde ich vielleicht 150 Kalorien verbrennen. Also nichts. Aber das hilft mir auf jeden Fall, dass ich nicht sinnlos eventuell mein Frühstück zu üppig gestalte, weil ich ja gerade da draußen 30 Minuten meines wertvollen Tages in den Spaziergang investiert habe. Also rein kopfmäßig hilft mir das zum Beispiel, mir persönlich. Ja, man erkauft sich zum einen essensfreie Zeit durch so ein Spazierengehen und zum anderen kann das durchaus auch dadurch helfen, dass Adrenalin freigesetzt wird und das ist ein Stresshormon, was eben auch die Magendurchblutung verändert und dann kann bei manchen Leuten der Hunger sogar ein bisschen gedämpft werden. Mhm. Ja. Genau, bei mir ist es tatsächlich. Man kann sich disziplinieren. Genau, also das hilft mir. Und wenn ich jetzt am Vormittag nicht die größte Leistung bringen muss, also Schulkinder zum Beispiel oder auch Erwachsene, die morgens eine große Leistung bringen müssen, die sollten auf jeden Fall was frühstücken, auch wenn es nur eine Kleinigkeit ist, immer mit Protein und gerne auch mit Fett, darf man ruhig. Mhm. Wenn es um geistige Leistungsfähigkeit geht, dann sind die Schulnoten besser, das weiß man auch auf jeden Fall, dass Kinder, die frühstücken, bessere Schulnoten haben. Aber wenn es darum geht, dass man jetzt einen Job hat, wo jetzt von mir Ausdauerleistung gefragt ist, dann kann man auch mal versuchen, mit weniger Frühstück auszukommen. Mhm. Also es ist ganz individuell, wie alles in der Ernährung, muss man leider immer sagen, ganz individuell. Und wenn ich natürlich morgens trainieren möchte schon, es gibt ja auch Leute, die morgens früh trainieren, dann ist die Leistung wahrscheinlich besser, wenn man schon was gefrühstückt hat. Mhm. Ich hab manche Leute, auch, manche Klienten und sogar Athleten, die einfach das bevorzugen, auf nüchternem Magen zu trainieren oder sie müssen es tun, weil es halt einfach irgendwie zeitlich nicht anders geht, warum immer. Dann kann man es natürlich auch so machen, wieder individuell, dass man zum Beispiel einfach den Tag davor vielleicht entsprechend richtig ausrichtet, dass man vielleicht am Abend dann ein bisschen was zuführt, was man dann in der Früh nur dahingehend greifen kann, ja. Das mache ich dann manchmal immer. Das machen wir manchmal immer. Genau, also wenn ich ja morgens trainiere und dann keinen Job habe, der jetzt körperlich große Aktivität erfordert, dann sind ja die Kohlenhydrate, die ich nach dem Training esse,
am nächsten Tag noch in der Muskulatur. Das heißt also, man muss dann morgens kein großes Kohlenhydratfrühstück essen, sondern eigentlich nur was ein bisschen stabilisiert. Und dann kann man ja auch zum Beispiel im Training dann EAAs zum Beispiel trinken, wenn man es jetzt nicht schafft, vor dem Training jetzt noch eine große Portion Whey mit Haferflocken reinzubringen. Das ist ja auch immer so eine Sache, wie vertrage ich das dann noch im Training? Mhm. Aber EAAs im Training wäre dann zum Beispiel auch eine gute Variante für sowas. Also Frühstück ist was ganz Individuelles. Und wie gesagt, wir wissen ja aus diesen Intermittent Fasting-Sachen, dass man durchaus auch ohne Frühstück nicht sofort Muskeln verliert. Aber wenn man Muskeln aufbauen will, mindestens mal eine Eiweißportion. Genau. Und dass man frühstücken muss, wie man früher immer gesagt hat, man muss frühstücken, das ist auf gar keinen Fall Fakt. Man muss überhaupt gar nichts. Es gibt halt Phasen, wo es sinnvoller wäre zu frühstücken. Und wenn ich was frühstücke, sollte immer Eiweiß dabei sein. Und die Diskussion, ja, wenn ich dann Fett dazu esse, dann wird das ja das Eiweiß verlangsamt aufgenommen. Das würde ich sagen, ja, wenn ich jetzt so ein richtig Hardcore-Sportler bin, wo es wirklich auf Timing ankommt, auf Meal-Timing, das ist aber, erst müssen ganz viele andere Sachen optimiert sein und dann kann ich mich über Meal-Timing unterhalten, das ist die Spitze. Dann kann ich mir noch überlegen, dass ich das Frühstück vielleicht nicht mit extrem Fett, also Bacon, bestreite, sondern dass ich dann vielleicht nur das Fett aus den Haferflocken toleriere oder vielleicht noch weniger Fett, damit das Eiweiß, wenn ich schon ein Whey nehme, was schnell verdaulich ist, dann wirklich ganz schnell im Körper ist. Aber das sind wirklich dann, da müssen vorher 10 Stufen erst schon optimiert sein, bevor ich mir über sowas Gedanken machen muss. Ja, genau. Aber dann würde ich zum Beispiel auch ein schnell verfügbares Kohlenhydrat zu einem schnell verfügbaren Eiweiß essen. Mhm. Was ist mit dem Frühstücksbrot, mit dem Brötchen? Frühstücksbrötchen. Wir haben ja vorher kurz was zusammengesucht. Also ein Beispiel Frühstück von mir und da ist tatsächlich auch ein Brötchen drin. Also zumindest. Ach du lieber, dann zeige ich es nicht. Ein Toastbrot. Frühstück, Brötchen. Also, ganz kurz so angefügt, also jeder, der sich also mit hinsichtlich Frühstück unsicher ist, ja, also allein hinsichtlich der Mahlzeitenregelmäßigkeit und der Routine zugute, ist es auf jeden Fall ein Versuch wert, dass man frühstückt. Ja, einfach, also wer sich dahingehend einfach Probleme hat mit Heißhungerattacken, ich bin so ein typischer Kandidat, wenn ich zu spät frühstücke, dann fühle ich mich zwar Mittag, denke mir so, in der Diät, boah, jetzt bin ich voll in der Fettverbrennung, aber ich weiß ganz genau, dass sich dieses Rauszögern am Ende des Tages rächen wird. Ja, entweder ich schaffe es, dass ich durchhalte, oder ich schaffe es nicht. Und deshalb ja. Genau. Und wenn man nach einem festen Kalorienplan isst und sich dann auch daran halten möchte und nur relativ wenig Kohlenhydrate zur Verfügung hat, dann kann es sinnvoll sein, wenn man jetzt dann 350 Gramm Portionen Kohlenhydrate isst, dass man eine davon zum Frühstück kriegt, für einen guten Start in den Tag und eine vor dem Training und eine nach dem Training. Das wäre so eine, wenn man 150 Gramm zu verteilen hätte, wäre das eine ganz sinnvolle Variante. Mhm. Da wäre aber eine fürs Frühstück dann auch mit dabei. Also man muss den Tag nicht nüchtern starten, zum Fettabnehmen auch nicht. Es kommt immer auf die Gesamtkalorienbilanz an. Und da kann man sich durchaus zum Frühstück einen Starter gönnen. Genau. Sollen wir uns das mal angucken? Was? Schauen wir uns das mal an. Martinas kritisches Auge. Martina, wenn du mir jetzt schimpfst, dann habe ich ein Problem. Das ist nämlich ein Plan von aktuellen Klienten von uns. Okay. Kann man sehen? Ja. Also ihr seht jetzt hier ganz kurz zur Erläuterung. Das ist jetzt ein Frühstück und es ist aufteilt in 3 verschiedene Varianten. Das heißt, derjenige hat jetzt 3 verschiedene Varianten gekriegt. Zum Beispiel der Pancake, meinetwegen am Wochenende, ja, das Müsli, wenn es schnell gehen muss, und der Toast, ja, einmal ein ganzer. Ihr seht es, das Ganze ist ein bisschen präferiert. Das heißt, der Toast ist gezielt als dritte Variante eingeplant, weil es jetzt so von der Lebensmittelauswahl her meiner Meinung nach nicht das qualitativ höchste ist. Deshalb ist jetzt das zum Schluss eingeplant, weil hier haben wir zum Beispiel jetzt einen Vollkorntoast oder einen Toast. Also ich habe sogar jetzt die Kalorien grob mit angegeben. Es unterscheidet sich auch leicht, zum Beispiel von den Kohlenhydrate her. Manchmal, wenn ich Variation habe, ist es immer recht schwer, die genau exakt aufeinander auszurichten. Aber am Ende des Tages ist es einfach wichtig, dass man, dass die große Gesamtheit passt, würde ich sagen. Und das ist eigentlich immer dann der Fall. So, Martina? Ja? Was sagst du? Also der Pancake. Das ist ein typischer Pancake. Ja, ich finde es super. Also sowohl die Mahlzeit mit dem Ei als auch die mit den Haferflocken, mit dem Quark. Da hat man verschiedene Proteinquellen.
Und generell würde ich immer sagen, auch wenn man es mal herzhaft möchte, kann man trotzdem mit Ei und Whey, kann man ja auch Omelette machen zum Beispiel. Gibt's ja auch, genau. Wir haben ja auch ein geschmacksneutrales Whey. Da kann man das auch herzhaft gestalten. Also die Kombination aus Whey und Ei zum Frühstück, besser geht's nicht. Ob man da jetzt Eiklar nimmt oder Vollei, ich bin ja immer Fan von Vollei, das kann man ja machen, wie es die Kalorien hergeben. Haferflocken, nicht zu eine große Menge, weil da gibt es dann bei ganz großen Mengen gibt es auch Unverträglichkeiten. Also Haferflockenmenge immer moderat halten. Kombinieren mit Ei und dann entweder herzhaft, also salzig, mit einem geschmacksneutralen Whey oder eben mit Beeren. Da hat man alles abgedeckt. Entweder Omelette oder Pancake oder als Porridge oder eben als Shake. Da ist man immer auf der sicheren Seite. Und wenn man dann eben sagt, ich möchte es mal mit dem Quark essen, geht es auch hervorragend. Da kann man das Ei auch zur Not als weichgekochtes oder hartgekochtes Ei noch zusätzlich essen. Also die Kombination aus Haferflocken, Whey, Ei, vielleicht ein Milchprodukt und Beeren oder eben Tomate und Gurke. Pilze, das ist das optimale Frühstück. So würde ich das auch sehen. Und hier haben wir ja die verschiedenen Kombinationen. Und ob man dann jetzt noch einen Vollkorntoast mit dazu isst, da, ich weiß, ich sage ja immer, der Teig ist, sieht aus wie Teig, aber das wollen wir jetzt nicht zu ernst nehmen. Ja. Das ist super, das kann man in dieser Kombination auf jeden Fall essen. Ein Rührei, ein Omelett mit Vollkorntoast, da stirbt kein Mensch von, da wird man auch nicht fett von werden. Also das ist immer, ich übertreibe ja immer ein bisschen. Ja. Das sind hervorragende Frühstückskombinationen. Okay, sehr gut. Ja. Auf jeden Fall. Zum Beispiel bei dem Toast war es jetzt zum Beispiel so, wenn man mit dem ersten immer das erste Anamnese-Gespräch hat, er hat zum Frühstück immer Toast gegessen. Ja. Und jetzt rein erfahrungsgemäß wird sich das so herausstellen, dass der jetzt das Frühstück isst, das ist das Müsli mit Magerquark und dann einem Eiweißpulver, 15 Gramm oder 20 Gramm. Zusammengemischt mit diesen Beeren, da soll mir jemand einen zuckerhaltigen Joghurt aus dem Supermarkt zeigen, der besser schmeckt. Das soll mir mal jemand zeigen. Deshalb werde ich das nie verstehen, wie man so einen Zuckerjoghurt essen kann, also wie man das bevorzugen kann für sowas. Also das schmeckt doch einfach nur geil. Also das kann mir keiner erzählen. Da freue ich mich jeden Abend, jeden Tag drauf. Und beim anderen war es so, der hat immer einen Toast gegessen und da ist eigentlich vorhersehbar, dass der irgendwann diese Gelüste nach diesem Toast kriegt. Und bevor er dann ein Zuckerjoghurt oder was weiß ich, oder egal was ist, dann kann man das einfach sagen, hey, pass auf, du hast diese drei Optionen, die dritte Option wird die beste, aber du kannst sie wählen. Nicht vielleicht sechs, nicht vielleicht jeden Tag, aber wähl sie einfach. Logisch. Okay. Und er hat auf jeden Fall einen Vorteil zu dem, was er bisher gemacht hat. Ja. In kleinen Schritten umstellen und super. Okay, passt gut. Ja. Passt hervorragend. Einmal frei. Jetzt haben wir eigentlich einen kleinen Einblick gegeben, wie das ausschaut. Also, nochmal, ihr wisst es, Frühstück, es ist nicht zwingend notwendig, hilft vielleicht vielen, die Essroutine besser zu gestalten und im Endeffekt, ja, wenn es dann spezifisch wird, das Ganze, dann muss man es schon individuell ausrichten. Ja. Also, wenn man sich jetzt in einem bestimmten Stadium befindet von einer Diät oder sowas, aber im Regelfall soll es einfach so gestaltet werden, dass es für denjenigen am besten umzusetzen ist, oder? Und gerne mal rumprobieren. Und für die, die Frühstück aus irgendwelchen Gründen mal auslassen wollen, das klappt nicht gleich am ersten Tag. Da muss man sich schon mal ein paar Tage hungern und quälen, Zeit lassen. Und dann geht es auf einmal doch. Ja. Also wer es probieren möchte. Genau. Es geht nicht sofort. Und kostet einen Moment Überwindung. Und versucht es mal, wenn ihr es probieren möchtet, macht es in der Früh mal ein bisschen einen Spaziergang oder Cardio. Mhm. Und wenn es aufsteht, das Erste, was ich mache, ich gehe aufs Klo, stelle mich auf die Waage und dann trinke ich erst einmal so 300-400 Milliliter Wasser. Komm auch mal zu. Also bevor man isst. Oder einen Kaffee. Ja, was ist denn überhaupt mit Kaffee zum Frühstück? Ja, also spricht da nichts dagegen, oder? Also ich persönlich liebe es. Also ich mache mal sogar tatsächlich ab und zu einen Eiskaffee in der Früh, weil der sättigt mich unglaublich gut. Also dieses Crushed Eis mit ein bisschen Süßstoff frei. Aber jetzt könnt ihr es einmal ausprobieren, Eiweißpulver, Crushed Eis und Kaffee zusammen, das schmeckt brutal. Ja, also für euch, was habt ihr für Geschmack? Ihr habt ja Vanille und... Ja, da kann man alles Mögliche reintun. Popcorn, Cookies, alles Mögliche. Also das kann man zum Beispiel auch, wenn man morgens schwer in die Gänge kommt. So ein Koffein-Shot
ans Bett stellen, kann auch gerne schon Eiweiß drin sein, am Bett trinken und dann erst 5 Stunden später aufstehen und dann gleich fertig machen für die Arbeit, das geht hervorragend. Da braucht man nicht mehr frühstücken, hat Zeit gespart. Für die Leute mit niedrigem Blutdruck, die dann erst sich eine Viertelstunde finden müssen, dann hat man 5 Minuten gespart und hat schon das Frühstück drin. Ja. Eiskaffee. Finde ich gut. Muss ich das Brühe aus? Morgen steht hier Espresso in der Früh. mit Whey drin gleich. Ja. Ein Shaker, aus dem Shaker und dann erst nochmal 5 Minuten liegen bleiben und dann mit Schwung aus dem Bett. In diesem Sinne, denkt an uns morgen früh. Denkt an uns. Gibt's Gas. Und lasst euch nicht unterkriegen aktuell. Wir sehen uns. Ja. Wir sind. Wenn euch Themen interessieren, schreibt es unter die Kommentare rein. Und dann, wenn das einigermaßen, ja, wir werden es bearbeiten, wenn es uns möglich ist. Auf jeden Fall. Okay. Ciao. Habe dir.